strahlendes Wetter hat uns heute Morgen erwartet. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Das habt ihr ja auch gesehen. Mhm. Und jetzt habe ich die Herausforderung. Der Teddybär muss angeschnallt werden. Ja. Nicht, dass der uns umfällt. Ja. Hat übrigens keinen Namen. Nee, ist ja. Heißt Teddy im Endeffekt. Ist ein Teddybär. Genau. Ist ja auch nicht am Bordball normalerweise. Aber im Gegensatz zu Co-Pilot und Friedrich, bei uns werden die Bären angeschnallt. Genau. Das ist also eine, wie heißt es? Wir halten uns an die Straßenverkehrsordnung. Wobei, er hat nicht mal einen Pass bei, er hat gar nichts bei. Also stimmt, Pass müssten wir nochmal machen. Naja. Aber wir wollen den ja nicht nach Schottland nehmen. Nein, nicht so an. Naja, sind wir nur überladen. Ja. Auf jeden Fall können wir euch sagen, es war richtig schön ruhig hier. Hätte ich erst nicht gedacht, habe ich gedacht, na, ob hier wieder Partymeile oder sowas ist. Gar nicht. Super, Daumen nach oben für den Platz auf jeden Fall. Danke an an den Hafen sozusagen. Ein Hafenmeister kam nicht mehr rum. Ich gehe davon einfach aus, es gibt keinen Strom im Moment. Sie laufen halt einfach gar nicht rum, weil das lohnt sich jetzt vielleicht genau, auch gar nicht. Zurzeit so. Kostenfrei. Deshalb danke an die Stadt. Deshalb waren wir auch hier einkaufen, waren beim Rewe und haben hier noch Lebensmittel gekauft. Hätten uns gerne auch ein Eis besorgt, aber ich habe hier nicht gesehen, dass es hier Softeis gibt. Also, ja, es ist halt noch Winter, ne? Es ist halt noch nicht alles offen. Genau, wir fahren jetzt weiter. Immer die Elbe hinauf, nicht bis nach Hamburg, obwohl wir echt Bock hätten natürlich, aber dazu bräuchten wir mehr Zeit. Bis Cuxhaven wäre auch nicht schlecht. Hätten wir richtig Bock zu, aber geht halt leider nicht. Dementsprechend wollen wir jetzt aber Richtung Dömitz bzw. Hitzacker. Da müssen wir nämlich entsorgen oder wollen wir entsorgen, weil auch Entsorgung ist gerade nicht möglich. Ja. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wahrscheinlich wieder von der Elbe. Have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up, we've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. Kilometer über Kilometer über Kilometer haben wir jetzt gemacht. Ja, aber ganz gemütlich, ne? Und sind enttäuscht. Wieso? Nein, ach sind ja. Wir nicht. Naja. Ja, wir waren in Dömitz, sind ja schön Wittenberge Dömitz gefahren, immer schön an der Elbe lang. Also das ist schon cool, da lang zu fahren. Und? In Dömitz, ich sag nur zu Ostern. Und? Demnächst? Ach so, gibt's ein Foto. Ja, das war aber, naja, keine Ahnung. Ja, da fährst du irgendwie so nichtsahnend und naja, bist du halt mal so 12 km/h zu schnell. Werden wir euch dann natürlich bei Instagram posten. Naja. Das Foto, damit ihr mal seht, wie. Das ist das erste Foto überhaupt im Buggy. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon so viele Kilometer gemacht und nie ein Foto. Über 42.000 und jetzt das erste Foto. Ja, das ist, und bei den anderen Autos habe ich ja auch nicht immer unbedingt ein Foto gehabt. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass auch schon viele Kilometer. Nein. Also es ist ein tolles Wochenende. Erst wird er gestern bekackt, heute wird er geblitzt. Wird lustig das Wochenende. Ja, kann halt mal passieren, meine Güte. Ja, auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren. Hitzacker, da haben wir dann schön entsorgt. Weil das gibt es leider in Wittenberge, war das nicht so möglich. Und jetzt sind wir in Uelzen an der Schleuse. Mhm. Und theoretisch hat das Restaurant Café auf, mal gucken, ob wir da ein Stück Kuchen oder irgendwas bekommen. Theoretisch könnte man auch eine Bockwurst, das weiß ich, die haben kleine Mahlzeiten. Ja, wir gucken einfach mal hin. Und ja, dann melden wir uns wieder. Ich musste jetzt auch nach hinten, weil es hat sich jemand entschieden, vorne sitzen zu wollen. Und das ohne angeschnallt zu sein. Eigentlich frech, aber naja. Keine Angst, das wird hier nicht eine Teddybärenbande. Der kommt da nach der Reise wieder raus. Der kommt definitiv wieder raus. Wir haben keinen Platz dafür. Genau. Juti, dann wollen wir mal gucken, ob das Restaurant zur Schleuse da aufhat. Und ja, also aufhat es. Was es gibt, das ist die Frage. Da sind wir wieder zurück. Jo, war lecker. Schönes Stückchen Kuchen, ein Kaffee, beziehungsweise ich und du hast einen Tee. Gemischtes Eis habe ich gegessen, weil der Kuchen war leider nichts für mich, weil da wären Kuchen gewesen, aber da waren Rosinen drin. Da bin ich ja nun gar kein Freund davon. Ja, ich weiß, der Mäkelpott. Muss ich mitleben. Ja, jetzt hatten wir eigentlich überlegt, wir wollten jetzt noch ein weiteres Video drehen. Also wenn wir nicht hier gerade ein Video drehen, drehen wir noch eins. Aber
wir haben noch nicht alles repariert, was wir reparieren müssen in unserem Kasten. Richtig, genau. Wir haben nämlich noch so ein paar Sachen, die wir noch zu tun haben. Und eine Sache stört uns auf jeden Fall. Denn die eine Sache ist das, dass dieses Ding hier oben so schön quietscht. Das vor allen Dingen quietscht dann während der Fahrt und das ist richtig nervig. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, aber ich mache, glaube ich, ein paar Fotos. Ich glaube, das ist das Beste, weil man sieht hier ganz gut, dass das hier zu dieser Seite offen ist. So, und ja, das Ding ist halt so am Wackeln. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn du da doch noch mal drauf hältst. Also ich kann das richtig ordentlich bewegen. Und naja, das Ding ist halt nicht fest, ne? Das ist das Problem. Aber es war mal fest. Man muss dazu sagen, wir sind über Kopfsteinpflaster gefahren. Also kein Weltwunder, dass das so extrem... Das löst sich dann mal und dann muss man es halt mal wieder festschrauben. Geht auch sehr einfach. Hier ist ein Schraubendreher, einmal von oben. Da sind so kleine Schrauben. Warte mal kurz, wir versuchen mal die Kamera da hochzuhalten. Was haben wir denn sowas da? Ja, ich glaube, das kann man so sehen. Also da hinten, da sind solche Schrauben drin. Das heißt aufsetzen. So, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Jo. Und dann müsste man das wieder anziehen. Also jetzt brauche ich zwei Hände für, das kann ich natürlich nicht so. Aber das ziehen wir jetzt wieder an. Dann ist das fest und dann läuft das Ganze wieder. Und quietscht nicht mehr. So, jetzt haben wir euch wieder so. Das machen wir jetzt und wie gesagt, es wird nochmal ein gesondertes Video geben, wo wir auf alle Sachen hier eingehen. Wie gesagt, den Wagen haben wir ja schon ein bisschen. Was richtig cool ist, überall gehen diese Klebepads hier ab. Ich glaube, das habt ihr alle. Das ist ja Standard, deshalb, es wird kein Malibu-Bashing werden. Also wer das glaubt, nee, haben wir gar nicht vor. Die Sachen haben eh alle Hersteller. Das ist sowieso wurscht. Das ist nonstop überall. Gerne. So, dann würden wir das jetzt reparieren, damit wir eine gute Fahrt haben. Zu unserem... Quietschfreie Fahrt haben. Eine quietschfreie Fahrt haben. Da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, ich bin gespannt. Wir sind jetzt nochmal weitergefahren. Wohin sind wir denn gefahren? Nach Nienhagen. Irgendwie ist das, weiß ich auch nicht, unser gern genommenes Ziel für morgen zur Arbeit fahren. Ja. Und heute den Abend noch schön im Auto zu verbringen. Das ist schon schön, ne? Denn das ist das, was wir uns einfach jetzt so angedacht haben. Wir haben gar kein Interesse. Ich glaube, wir gehen da so am Spiel. Ja. Vorbei. Wir haben gar kein Interesse mehr, sonntags nach Hause zu fahren. Ja, irgendwie will man das Wochenende einfach irgendwie verlängern. Und ja, was soll man sagen, ne? Das ist doch dann einfach schön zu wissen, so Sonntag, morgen müssen wir arbeiten. So ist das Gefühl dann halt nicht. Sondern es ist eher so, ach, schön, dass wir noch ein bisschen haben. Und wenn du dann morgen früh dann halt früh aufstehst und losfährst, dann denkst du dir so, boah, geil, direkt aus dem Urlaub zur Arbeit. Besser geht's nicht. Und wir haben dann einfach nachgeguckt. Also wir stehen ungefähr eine halbe Stunde früher auf als sonst. Ja, das geht auch. Deswegen ja. Also alles gut. Also es ist wirklich kaum ein Unterschied. Was natürlich immer schwierig ist, der Platz, da blende ich euch dann gleich ein Foto ein, der hat nicht viele Plätze. Ist er kostenfrei, er ist halt, aber da bitten wir ja darum, wirklich Spenden zu machen. Wir haben jetzt gerade wieder Geld reingeworfen. Ja, das macht man natürlich auch gerne dann. Weil wir nutzen ihn doch schon regelmäßiger und wieder, das ist ja toll. Fähr- und Entsorgung ist halt auch da. Entsorgen könnten wir nicht, also zumindest kein Grauwasser, weil das hat keinen Bodenabsatz. Das ist der Nachteil. Aber also hat es schon irgendwie zur Toilette hin, aber da müsstest du mit Schlauch arbeiten und so weiter. Also da kommst du nicht gut ran. Italiener, Grieche, alles hier ums Eck. Also es ist schon schön, das zu machen. Ein leckerer Eisladen, den hatten wir, da gehen wir gerade gleich dran vorbei sozusagen, den hatten wir schon mal ausprobiert, der war wirklich gut. Ja, da waren wir, wo wir die Kanutour gemacht haben. Da sind wir nämlich alle nochmal hierher gefahren. Genau. Da lustigerweise hatten wir auch alle hier Platz. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die ganzen Bands... Da haben wir dann tatsächlich auch noch die Nacht verbracht. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war das erste Mal, dass wir es ausprobiert haben. Und der Eisladen ist auch. Oh, und ich glaube, ich gönne mir jetzt noch ein Eis. Ich auch. So, und wir melden uns dann gleich nochmal wieder. Das war lecker. Ein leckeres Spaghetti-Eis. Blenden wir ein, ne? Blenden wir euch auf jeden Fall ein. Und sehr, sehr lecker, wie du es gerade sagtest. Ja. Ja, wir sind jetzt hier einmal rundgegangen. Haben wir sonst auch nicht gemacht. Da wird Sport getrieben. Naja. Ist jetzt nicht so ganz unseres, aber alles gut. Ich sag mal so, das letzte Irgendwer Mal, muss ja auch immer Sport machen. Also wenn es wieder die SV Nienhagen 2 ist, da kennen wir zumindest die Wildpinkler. Ich wollte gerade sagen, das war schon witzig. Ja. Weil die kennen wir. Die aber haben, die waren in Unterlüß. Ja, genau. Das war interessant, weil wir hatten wirklich zweite Kreisklasse Zelle,
Erster gegen Zweiter und Nienhagen hat dann tatsächlich gewonnen und ist damit Erster geworden. Und ich glaube, die haben sogar die Kreisklasse dann als Meister abgeschlossen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Dafür, dass ich ja überhaupt kein Fußball-Fan nicht bin, wobei ich gerade überraschend festgestellt habe, dass Bayer Leverkusen auf 1 ist und Bayern auf 2. Das fand ich sehr schön. Mal gucken, ob Vizekusen es hinbekommt. So. Junge, Junge, du weißt mehr als ich. Also ich interessiere mich da gar nicht für. Aber das muss ich auch nicht. Nie so viel Sportwissen auf einmal in einem Video. Ein paar Schrittchen weiter, dann ist der Ton nicht mehr ganz so laut. Dann genau, geht's. Wir müssen ja leider darauf aufpassen, weil sonst haben wir nichts davon. Geradeaus so. Zu nochmal, kleines Bild. Da stehen unsere Autos dort hinten. Also unser? Ein Auto, also unser Auto und die Wohnmobile halt. Ne? Also ja. Es ist eine schöne kleine Parkanlage hier. Das ist wirklich sehr, sehr toll gemacht hier. Ja, es gibt so einen kleinen Entdeckungspark, eigentlich so mit kleinen Sportgeräten. Das ist für die Rentner hier, weil hier ist gleich ein Seniorenheim. Deshalb ist es auf jeden Fall ruhig, das können wir euch auch sagen. Ist super schön gemacht, wirklich für die Rentner. Ganz toll und für alle anderen natürlich auch. Aber jetzt reicht's mit Rumgesappel, Stefan, oder? Ja, genau. Wir wollen es nicht in die Länge ziehen. Das heißt, es lohnt sich, nach Trengermünde zu fahren. Es lohnt sich, nach Wittenberge zu fahren. Es lohnt sich eigentlich die ganze Zeit on Tour zu sein. Und das, was wir machen, erst Montag früh nach Hause zu fahren, auch das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, habt ihr tolle Ideen, wo wir hinfahren könnten? Idealerweise Region Niedersachsen, dann mal gerne rein in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.